Hallo und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video aus der Rubrik aus meiner Küche. Wie immer gibt es hier in dieser Rubrik einfache und schnell zubereitete Gerichte, Salate und Beilagen, die auch von ungeübten Händen schnell, einfach und vor allem preiswert ohne großen Schnickknack zubereitet werden können. Heute möchte ich euch meinen Frühlingsquark vorstellen, den man sich zu Pellkartoffeln, auf frischem Brot oder auch als Dip für Chips und Gemüse schmecken lassen kann. Auf dem ersten Bild habt ihr schon die Zutaten gesehen, aber ich zähle sie noch einmal kurz auf. Eine grüne Gurke, ein Bund Zwiebellauch, frischer Bärlauch, ein Bund glatte Petersilie, eine halbe Knolle Knoblauch, vier mittlere Zwiebeln, Gewürze und 3x500 Gramm ungewürzten Speisequark. Als erstes geben wir den Quark in eine große Schüssel und stellen sie vorerst zur Seite. Die grüne Gurke gut mit etwas Seife oder Spülmittel abseifen und dann gut abspülen. Wasser allein genügt nicht, denn ihr wisst nicht, wie viel von der Ernte bis zum Supermarkt und dort wie viele Kunden die Gurke angefasst haben, und fettähnliche Rückstände gehen nicht mit normalem Wasser ab. Gerade dann, wenn ihr die Gurke nicht schälen möchtet, ist gutes Abwaschen besonders wichtig. Nun ist die grüne Gurke schon nackt und wartet darauf, weiter verarbeitet zu werden. Wir schneiden die Gurke der Länge nach in vier gleiche Streifen. Dazu halbiere ich die Gurke einfach und halbiere die beiden Hälften der Gurke noch einmal. Nun werden die vier dicken Gurkenstreifen in ca. 0,5 bis 1 cm dünne Streifen geschnitten. Am besten schneidet ihr dazu jede der vier Gurkenscheiben einzeln, dann erhaltet ihr ein sauberes Schnittgut. So wie auf diesem Bild soll es ungefähr aussehen. Nun werden die dünnen Streifen wieder in ca. 0,5 bis 1 cm dünne Stücke geschnitten, sodass ihr kleine Gurkenwürfel wie hier zu sehen erhaltet. Die geschnittenen Gurkenwürfel kommen nun zu dem Quark in die Schüssel. Als nächstes wenden wir uns dem Zwiebellauch oder wie der Berliner sagt, dem Bollenlauch oder noch älter, den Bollenpiepen zu. Das Bolle kommt nicht von der ehemals existenten Handelskette mit gleichnamigen Namen, sondern Bolle ist ein altdeutscher Name für die Zwiebel. Und das kann man schon bei den Gebrüdern Grimm nachlesen. Zum anderen gibt es in Berlin einen Spruch, freut sich wie Bolle auf dem Milchwagen, den man ausspricht, wenn es sich einer richtig gut gehen lässt, der es sonst nicht so dicke hat, oder wenn man die Freude mit einem anderen ehrlich verbal teilt. Mit Bollen in der Mehrzahl können aber auch die männlichen Hoden, sprich Eier, gemeint sein. Denn der Altberliner Spruch, leck mir die Bollen, ist eine unanständige Aufforderung, einen Ruhe zu lassen. Aber nun genug des Sprachexkurses und zurück zum Frühlingsquark. Das Bollenloch waschen wir gründlich ab und schneiden die Wurzeln und die angetrockneten oder vergilbten oder einfach unansehnlichen Teile des Lauches ab. Nach dem Waschen und Putzen sollte der Lauch so in etwa aussehen. Nun schneiden wir das Bollenloch und dünne Ringe, sodass ihr ungefähr dieses Ergebnis erhaltet. Auch den geschnittenen Bollenlauch geben wir nun in die Schüssel zu den Gurkenstückchen und dem Quark hinzu. Weiter geht es mit der Petersilie. Ich nehme mal die glatte Variante, da sie die Krause eher in Suppen oder Gemüsegerichten oder als Deko besser gebrauchen lässt und die glatte Version besser zum Quark passt. Die Petersilie wird auch wieder gründlich abgespült und nur die Enden der Stängel werden abgeschnitten, denn wir verarbeiten auch die Stängel, da sie natürlich ebenfalls essbar sind und als Bestandteil im Quark etwas Biss verschaffen. Einfach die Petersilie klein schneiden, dabei müsst ihr nicht super akkurat arbeiten und es kann auch mal ein größeres Stück Petersilie dabei bleiben. Es sollte dann nach dem Schneiden ungefähr so aussehen. Nehmt bitte ein scharfes Messer zum Schneiden der Petersilie, da ihr sonst die Petersilie quetscht und der gute Saft austritt und dann nicht mehr im Quark landen kann. Auch die Petersilie kommt nun nach dem Zerkleinern zu den anderen Zutaten in die Schüssel. Kommen wir nun zum Bärlauch. Hier seht ihr schon das frische Bärlauch gewaschen und noch hier schneiden wir nur die Enden der Stängel ab und verarbeiten den ganzen Bärlauch. Damit das Kleinschneiden einfacher geht, einfach mehrmals mit einem scharfen Messer der Länge nach das Bärlauch schneiden, dann das ganze Bündel zusammenfassen und in kurze Stücke schneiden. Wenn ihr das getan habt, dann sieht das ungefähr so aus. Auch der geschnittene Bärlauch geben wir nun in die Schüssel zu den restlichen Zutaten.
Nun kommen wir zu den Zwiebeln, die ich hier schon geschält habe und die sich, wie man auf dem Bild sehen kann, schon auf das Zerkleinern freuen. Schneidet die Zwiebel in kleine Stücke bzw. in kleine Würfel, dass ihr ungefähr dieses Ergebnis erhaltet. Nun gesellen sich auch die geschnittenen Zwiebeln zu den anderen Zutaten in der Schüssel, die sie dort schon richtig kuschelig eingerichtet haben. Zum Schluss kommt noch der frische Knoblauch hinzu. Ich liebe Knoblauch und wenn es nach mir geht, kann ich gar nicht genug Knoblauch im Essen haben. Für die große Schüssel hier habe ich eine halbe Knolle geschält. Diese wird ebenfalls wie die Zwiebel in kleine Stücke gehackt und kommt als letzte frische Zutat in die Quarkschüssel. Nun haben wir alle Zutaten geschnippelt und nun kommen wir zum Würzen. Hier nochmal die Gewürze im Einzelnen. Chili, Salz, Paprika edelsüß, Knoblauchgranulat, weißer Pfeffer und Majoran. Leider habe ich keinen frischen Majoran bekommen, sodass ich auf die getrocknete Variante zurückgreifen muss. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann nehmt statt getrockneten Majoran natürlich frischen. Würzen könnt ihr nach Belieben und nach eurem eigenen Geschmack. Bedenkt, dass der Quark am besten schmeckt, wenn er im Kühlschrank 48 Stunden ruhen und ziehen kann. In der Zeit gibt auch der Bärlauch und der Chili seine gesamte Schärfe ab. Würzt deshalb erst einmal moderat ab und schmeckt es in 48 Stunden ab und würzt gegebenenfalls nach. Den roten Paprika könnt ihr auch weglassen, wenn ihr möchtet. Ich gebe ihn nur sehr fein dosiert als kaum schmeckbare Nuance hinzu. Nun haben wir alle Zutaten inklusive Gewürze in der Schüssel und nun muss alles nur noch ordentlich vermengt werden. Ich mache es mir leicht und nehme meinen Handmixer und die Knethaken, denn so geht es für mich einfacher, sauberer und alle Zutaten werden besser vermischt. Fertig ist der Quark, den man jetzt natürlich schon verzehren kann, aber nach 24, besser noch 48 Stunden im Kühlschrank schmeckt der am besten. Gebt ihm einfach die Zeit. Auf frischem dunklem Brot oder zu Pellkartoffeln schmeckt der am besten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und einen guten Appetit.